Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu Final Fantasy. Muss nur mal eben. Aha, da war dies. Okay. Durch die Tür. We must. Der grüne Turm. So grün wirkt auf. Ach. Au. Wie ein Sturm gewöhnt. Das lief doch ganz gut. Ach so, bevor wir weiterspielen. Ich sollte mich mehr um die Fähigkeiten kümmern. Ich bin unmittelbar vor einem gegnerischen um die Chance auf einen Gegner damit zu erhalten. Das verbessern wir. Nicht genügend Fähigkeitenpunkte. Was soll denn das? Phönixflug. Immer weiter auf. Only up. Unserem Schicksal entgegen. Ist hier drin noch irgendwas? Nee, ne? Hier ist Ende Gelände. Wie weit geht's denn da noch hoch? Endlich. Oh, das sieht nach Bosskampf aus. Das sitzt sie ja. Ich muss sagen, dass der alte Mann mich enttäuscht hat. Anders als du. Zweimal schon hast du meine Schwestern bezwungen. Du hast außerordentliches Talent. Was machst du bei diesen Galgenvögeln? Wenn du Geborgenheit suchst, biete ich dir unter meinen Flügeln ein warmes Plätzchen. Du weißt genau, was ich will. Überlass mir den Dominus und ich lasse dich gehen. Du wagst es, mir Befehle zu erteilen? Ja, eigentlich war genau das. Dein Geblöke werde ich nicht länger über mich ergehen lassen. Jetzt wird es Zeit für dich zu schweigen. Sieh der Wahrheit ins Auge, Träger! Niemand hört dir zu! Du bist allein! Ah! Komm, mein Lämmchen, auf die Schlachtbank mit dir. Komm her! Jawoll!
war nicht schlecht. Wo ist er? Ich frage nicht nochmal. Ich muss sagen, das kam mir jetzt überraschend einfach vor. Der schöne Turm! Torgei! Torgei! Schrei so laut du willst. Niemand kann dir mehr helfen. Das hast du nicht umsonst gemacht. Hier geblieben. Oh no, weg da, weg da. Wir sollten weg. Komm her! Na! Ah. Okay, der Kampf scheint nur das anspruchsvoller zu sein. Komm da runter. Was tut die da? Komm mal mit. Staub zu Staub. Komm her, Mädchen! Fass mich nicht an! Du bist ein Mensch! Das ist doch so gewollt! Jetzt beschwer dich nicht!
Nee, wir täuschen. Au! Genau. Ich sollte vielleicht mehr die Ferneingriff, jetzt habe ich benutzen. Au! Knapp daneben, junge Frau! Fatale Umarmung. Pech gehabt. Torgei. Das kostet von meinem. Ah, zu langsam. Oh no, oh no, oh no, ich sollte da weg. Ich wollte nur noch einen Heiltrank, ne? Das macht mich fertig. Ich versuche hier richtig den Hintern. Wir haben sie gleich, Chat. Oh, der hat uns richtig den Arsch versohlt. Der Wille des Feuers erhöht den Willenskraftschaden von Lohnschwingen um 10%.
kann ein Träger? Ich... Nein! Wieso lebst du noch? Warum bist du immer noch nicht tot? Warum? Ich sag dir, ich bin halt nicht einfach nur ein einfacher Träger. Er kämpft für etwas, an das er glauben kann. Sei still! Jetzt, wo der Kampf ist, tauchst du auf! Als ob er kommen könnte. Das war's. Der Dominus, wo ist er? Wer? Was bist du? Nanu? Was zum... Was ist los? Es reicht mir. Ja. Sie ist weg. Wenn die weg ist, wo ist sie hin? Wir haben doch wohl nicht etwa. Was ist passiert? Gib sie her! Gib sie her! Gib sie her! Milady! Wo ist sie? Wo ist Garuda? Was hast du mir angetan? Gib sie zurück! Fasst euch, Milady. Wir brauchen euch doch. Tudum. Was ist hier los, verdammt? Ihre Kraft, du hast sie ihr genommen. Aber wie? Oh oh, ich hoffe, die Träger sind schon raus. Clive, der Laden bricht gleich zusammen. Und dann will ich nicht hier oben stehen. Wenn dein Dominus schuld am Feuer ist, und da wette ich drauf, ist er längst weg. Verdammt nochmal. Da ist er. Was war das? Unsere Ablenkung hat funktioniert, Euer Gnaden. Die Gefangenen konnten fliehen. Gehen wir. Ja. Theorie, Chat. Eine Theorie. Ist das unser Bruder? Ich meine, Benedikte hat ja auch mehrere Tiere. Ich nenne jetzt mal Tiere. Erscheinen lassen. Und sie hat ja auch noch weitergelebt. Also ist es doch möglich, dass unser Bruder den Kampf am Anfang überlebt hat. Geschichte, die ohne ihren morgendlichen Haferschleim sicher nicht gut gelaunt ist. Komm,
Wenn die uns hier beim Kerr erwischen, dann könnten sie voreilige Schlüsse ziehen. Gut. Obelisk Ternovet Osttor aktiviert. Die Macht des Windes, gleichzeitig ein Stück der Essenz Guardas einverleibt. Das Beschwören von Guardas Kraft ändert nicht nur die elementare Ausrichtung deiner Magie, sondern gibt dir auch Zugriff auf mehrere neue Esper-Fähigkeiten, wie zum Beispiel Krallentanz. Einen wahren Wirbel tödlicher Krallenhiebe. Mehr Details findest du dazu unter dem Reiter Fähigkeiten im Hauptmenü. Mit Garudas Esper-Fähigkeit Fatale Umarmung kann Clive kleine und leichte Gegner zu sich heranziehen. Größere Gegner können umgeworfen werden, wenn ihre gelbliche Willenskraftleiste unter 50 gefallen ist und sie dadurch ins Schwanken geraten sind. Umgeworfenen Gegnern kann man leicht viel Schaden zugefügt werden. Das klingt praktisch. Drücke L2, um zwischen den S-Bahnen zu wechseln, auf diese Weise deine Angriffe zu variieren. Abklingzeiten. Abklingzeiten für S-Bahn-Fähigkeiten sind in der Rundenleiste, um das entsprechende Symbol Fertigkeiten-Widget zu erkennen. Die Verfügbarkeit der Fähigkeiten anderer S-Bahn wird durch die farbigen Punkte rechts oben im Widget angezeigt. Sie hat okay. Gesagt, dass ihre Kraft weg ist, aber hast du sie jetzt, oder? Ich glaube ja. Ich spüre sie. Sie ist in mir. Bei meinen Flammen. Vielleicht solltest du sie mal ausprobieren. Das kann schon schief gehen. Okay, L2. Praktisch. Das gefällt mir. Komm mal her! Du weißt, was zu tun ist. Lightning! Das war's! Fast, Torgal! Du weißt, was zu tun ist. Kriegswurm. Den wollte ich. Komm mal her. Vorbei. Normal.
knapp vorbei. Nochmal gedrückt. Ja, aber war ja nur ein kleiner. Kaum der Rede wert. Beute. Ich glaube, wir haben schon ganz viel weird. Wir nehmen den Reißzahn. Ach nee, ist beides. Ach so, ich dachte, müssen wir uns was aussuchen. Patsch. Vorne ist Loot, den nehmen wir auch noch mit. Single. Oh. Das sind nicht die Festungen von vorhin, oder? Da oben haben wir doch nicht gegen Benedikta gekämpft, oder? Doch, könnte schon sein. Im Norden. Holla, ich bin's nur. Gav. Mann, Gav, bist du eigentlich lebensmüde? Na, das sagt der Richtige. Ihr habt euch ganz schön ausgetobt, was? Ah, es war nur zum Warmwerden. Wenn ihr zwei die Träger nicht befreit habt, wer dann? Gute Frage. Wohl jemand, der sich nicht mit einer Hapühe rumschlagen musste. Hauptsache, sie sind sicher. Und das sind sie. Dank deiner Hilfe, Gav. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Und er ist fündig geworden? Nein. Dabei waren wir so nah. Gut, dann suche ich ihn. Aber warum? Ich habe auch Familie verloren. Meine hat der Kaiser auf dem Gewissen. Manchmal hilft einfach nur die Hoffnung auf Rache. Danke. Wir sehen uns, Freunde. Ich glaube, er mag dich. Es ist wichtig, gute Gefährten bei sich zu haben. Sie ist weg. Weg. Milady, ihr müsst stark sein. Wir bringen euch hier. Weg, weg, weg! Was soll ich nur tun? Barnabas? Wann erreichen wir die Küste? Bei dem Tempo erst nach Sonnenuntergang. Er wird mich verstoßen wie all die anderen. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Milady, wir sind hier. Ups. Geralt. Was haben wir denn hier? Sieht nach einem wahren Prachtstück aus. Als redliche Händler sollten wir unsere Ware gründlich inspizieren. Oder was meint ihr? Bleib weg! Sie können dir nicht mehr wehtun. Komm, lass uns gehen. Ist das meine Strafe?
obwohl ich nicht auf dich hören wollte. Diese elende Welt. Nanu? Jetzt dreht sie völlig durch. Also hat er eh mal das Leben gerettet. Dieser, wie heißt er? Gil? Sid. Sid. Spürst du das auch? Garuda. Bei den Flammen. Sie hat die Kontrolle verloren. Zu viel Äther. Wenn sich Garuda nicht beruhigt, verschluckt dieser Sturm noch den ganzen Wald und uns gleich mit. Ich halte sie auf. Was willst du? Da war sie wieder. Dieselbe Stimme. Verdammt nochmal, musst du deshalb da reinlaufen? Und weg ist er. Berechtigte Frage. Clive, ich glaube, du verstehst nicht. Das ist kein windiges Wetter, in das du da läufst. Benediktas Jähzorn ist unberechenbar. Und das an einem guten Tag. Wer weiß, was uns da drin blüht? Das ist mir egal. Ich brauche Gewissheit. Ein für alle Mal. Clive, du bist lebensmüde. Da müssen wir einmal drüber reden. Sind das alles? Ja. Jeder eine Scherbe ihres Geists. Na gut, ich dachte, ich könnte an euch vorbeischleichen. Der nächste bitte. Au. Hier drüben!
Auch noch eins. Autsch. Autschin. Nicht zu nah, Torgal. Ein getrübtes Auge. Wie oft denkt man sich, Mensch, hätte ich jetzt ein getrübtes Auge im Kühlschrank? Können wir eigentlich schwimmen? Nee. Da hinten liegt noch irgendwas. Ich glaube, dass das nicht allzu wichtig ist. Da musst du früher aufstehen. Und gucken nicht, dass wir plötzlich von hinten angegriffen werden. Da ist doch so ein komischer Vogel. Der hat es natürlich auch schon direkt entdeckt. Es sind noch zwei. Ich glaube, das war es, ne? Auf dem Auge des Sturms. Er ist hier. Ich weiß es.
er meint dann bestimmt den Dominus. Ah, hier war das Osttor. Auge des Sturms. Da ist er. Ja, ja. Dich kennen wir. War das der Dominus? Der Mörder meines Bruders? Stimmt, der Mörder war das. Der war ja... Sicher. Wie könnte ich seine Gestalt jemals vergessen? Wie die Flammen seiner Esper, Joshua. Pass auf! Sid! Bin noch da! Und Torgal auch! Uns. Darauf hast du gewartet. Los, Sid! Verzeiht mir. Hinterher. Erwachen. Da steht er. Was zum? Ich komm nicht wegen dir, Garuda. Wenn er mich treffen sollte, war das schlecht geworfen. Ja, die Spielwelt auseinandergenommen. Kannst du nicht aus nicht entwischen. Nicht weiter entkommen. Du rufst mich. Warum? Zeig uns dein Gesicht. Komm her! Ich nehme mich auseinander! Wie ein Dönerspieß!
Fataler Sturz. Größere Gegner kommen ins Schwanken, wenn ihre gelbe Willenskraftleiste unter 50% sinkt. Benutze Gardevoirs fatale Umarmung, um einen schwankenden Gegner umzuwerfen und ihn für weitere Attacken verwundbar zu machen. Dazu muss ich aber... nicht so gut geklappt alles. Ah, wieder zu langsam. Gebrochen. No. Windschlag. Zum Fick. Tornado. Ich mach den Tornado. Ja, schade. Ja, die kauft sich ganz von vorne. Was ich sehr angenehm finde. Was mich wundert, ist, dass wir jetzt die Tränke wieder voll haben. Meiner Meinung nach, der Kampf jetzt ein bisschen zu einfach.
Weg, 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 weg. Mitten durchs Gesicht gezogen. Aber schön in den Nacken. Wie beim Akupunktur. Fünfzig Reißzähne. Ich bin den Diktator jetzt endlich hinüber. Oder hat die Frau noch 10 Leben? Du bist nichts als ein Monster. Und ich kann nichts. Ich werde nicht aufgeben. Das haben wir doch unmöglich überlebt. Sind wir Ifrit? Oder wer soll erwachen? Nee, das ist der Kapuzenjunge. Kämpfe als Ifrit. Die Steuerung für Ifrit ist wie folgt. Nahkampf, Fernkampf. Dann lass uns das doch tun.